Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi. So, puh. Hier ist alles voll, ne? Hier ist alles voll. Wir haben fast kein Werkzeug mehr. Ich weiß auch nicht, wo unser Werkzeug ist. Seit der letzten Aufnahme ist ja mittlerweile wieder ein Livestream gewesen, wo wir das ganze Teichbeet im Tal der Helden ausgehoben haben. Hier nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an meine lieben Helferlein, die Tine, die Eva, die Liz, den Sven und den Thomas. Der Thomas hat uns dann auch übrigens ausgerüstet mit Nitritspitzhacken. Und die liebe Eva und die liebe Lisa und vermutlich auch die liebe Tine, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die Eva und die Tine dabei waren. Die haben sich bereit erklärt, hier offscreen das ganze Zeug dann zu verräumen. Und was steht hier? Bußgefäll. Ah ja. Trank der Schnelligkeit, den hat uns der Thomas dann noch gemacht. Das haben sie da schön rangemacht. Okay. So, wir brauchen jetzt erstmal eine Spitzhacke. Nitritspitzhacke, Effizienz, Reparatur, optimal. Eine Spitzhacke, nämlich Elenaris, haben wir leider ja geschrottet im letzten Livestream. Da war ich wieder zu sehr vom Chat abgelenkt. Und ja, für diejenigen, die sich den Stream auf YouTube nicht nachgeschaut haben, beziehungsweise nicht im Livestream dabei waren, schaut mal. Haben wir alles abgegraben, ne? Schon Wahnsinn. Auf jeden Fall sind wir jetzt so weit, dass wir damit beginnen können, unsere Brückenpfeiler zu bauen, unsere Brückenbögen. Und da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich muss mir nochmal von der Seite anschauen. Theoretisch sollten wir es auch mit dem weißen Diorit machen. Hier kurz mal das Skelett darunter boxen, ne? So. Eigentlich sollte man das hier alles raus und dann mit weißem Diorit verkleiden. In der Mitte könnte man Bruchstein reingeben, weil Bruchstein haben wir so elends viel. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Das werden wir auch tun, liebe Freunde. So. Es ist immer wieder von Aufnahmesession zu Aufnahmesession einfach ein Wahnsinn. Hier ist noch unsere Behutsamkeitsspitzhacke. So, Diorit hatten wir hier. Da brauchen wir jetzt ganz, ganz viel davon. Da brauchen wir jetzt wirklich viel davon. Die brauchen wir auch, die brauchen wir auch. Ups. So, und dann machen wir uns hier mal Blöcke. Ja. Ich mache jetzt nochmal aus den ganzen Stacks, was ich da jetzt gerade mitgenommen habe, Blöcke. Aus einem Stack machen wir uns. Ja, wir brauchen maximal. So, Restblöcke. Haben wir auch noch welchen? Nee. Die zwei noch. So. Dann Bruchstein sollten wir eigentlich hier auch noch übrig haben. Das Inventar ist jetzt eh schon wieder voll. Unser Bett steht hier, passt. Achso, hier haben wir auch noch eins im Inventar. Das werden wir uns dann gleich unten hinstellen, wo wir heute mehr oder weniger die Folge verbringen. So, irgendwo. Nee. Das Bett wollte ich gern hier stehen haben. Gut. Gut, gut, gut. So. Unten könnte man eigentlich. Ich brauche noch. Ach. Leute. Wir brauchen noch einen Stack Steinziegel. Nehmen wir da Steinziegel oder nehmen wir da was anderes? Nee, dann nehmen wir Steinziegel, weil von denen haben wir jetzt relativ viel.
Komm, dann legen wir mal einen, zwei Stacks da rein. Da finden wir hier noch. So, ja. Denn unten die Umrandung. Ich blende euch hier jetzt das Bild wieder ein an dieser Stelle. Wenn ich nicht drauf vergesse. Hahaha. Unten gibt es eine Umrandung. Ja? So, das heißt, wir müssen hier anfangen. Die machen wir zwei hoch. Dann mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rein. 6. Und hier the same. Ja. Ne. So. Und jetzt wird's lustig. Wir müssen hier eigentlich jetzt schon Schicht für Schicht immer hier diesen Bruchstein auslegen. Denn später kommen wir dann nicht mehr rein, ne? Und es soll natürlich keine Mob-Spawn-Geschichte hier werden. So. Und da fragen sich jetzt die einen oder anderen, warum habt ihr das im Livestream dann nicht gleich drin gelassen? Das ist eine sehr berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort habe. So. So, das soll hier mal der Sockel unten sein, ja? Der, was dann aus dem Wasser rausragt. Dann geht's hier jetzt hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Ja. Na, hüpf. Ja, hüpf. Machen wir da mal zu, ne? So. Ich mache jetzt mal die Front nur auf einer Seite der Brücke fertig. Was den Grund hat, dass wir es uns dann auch nochmal anschauen können. Wie denn das Ganze dann wirklich auch wirkt, ne? Ja, wir sollten schon da drin zuerst. Okay. Ja. Es schaut ja grundsätzlich schon cool aus. Was mich jetzt ein bisschen stört oben, ist tatsächlich der Stein, der glatte Stein. Eins, zwei. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kann man sagen, dass man. Ich überlege gerade, wie hoch, dass wir den ersten Bogen machen. Der erste Bogen. Wir müssen ja hier im Endeffekt, dann haben wir einen Abstand von 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Leer. Hier kommt dann der nächste Pfeiler her. Das reimt sich. Ups. Ich sage euch, Leute, für mich persönlich ist das Projekt wird immer schwieriger und schwieriger. Denn ich möchte es tunlichst vermeiden, in Zukunft wieder so viel Abrissarbeiten machen zu müssen. So, wir legen uns jetzt hier einfach mal dazwischen, bewusst mit dem Stein. So, ein kleines Provisorium, das machen wir dann wieder weg. Und ich würde sagen, wir gehen davon 1, 2, 3, 4, 5. Ich überlege gerade, wie weit, dass ich da raufgehen soll oder kann. Von unten gemessen weg. 1, 2, 3, 4. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Können wir das hier weggeben? Ja, dann müssen wir den einen Block nochmal ersetzen hier, den da. Da gehört auch so einer rein, ne?
Ja. Wir machen jetzt hier gleich mal den da. Eins zur Seite. Gehen kurz mal schlafen natürlich dann. Ihr wisst schon, hier soll so ein Bogen rein, ne? Ihr wisst, was Marito will. Okay, das heißt, wir müssen hier jetzt beim 1, 2, 3 lassen wir frei hier. Und hier. Und da wird dann eine flache Stufe reinkommen. Kann man lassen. Kann man lassen, Leute. Ich fülle jetzt hier mal oben auf. So. Das kommt dann natürlich weg, ne? Keine Frage. Aber das kann man doch so machen. Oder was meint ihr, liebe Leute? So, hier. Ich baue mich mal hier hoch. Da kommt sowieso überall der Diorit rein, ne? Das ist eh klar. Und da sind wir jetzt schon unter der Statue und ab dem Block unter der Statue, ab hier kommt dann der nächste Bogen. Der ein bisschen höher sitzt. So, wir bauen uns da mal rüber. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Okay. Hüpfen mal runter. Hüpfen wir mal runter. Die da oben, diese Reihe Steinsiegeln können natürlich auch noch austauscht. Mit denen habe ich mir das nur markiert hier, ne? Die, genau, die gehören auch noch ausgetauscht. Und die symbolisieren uns, dass wir hier jetzt, gehen wir mal hoch. Da müssen wir noch was wegnehmen wieder. Weil diese Tore sind um zwei Blöcke höher. Ist hier. Hat das jetzt mit dem Biegen wieder das Problem? Würde ich fast anfangen. Ja, die Rundung fängt schon an, wo das oben am Spitz ist. Ist ein höher anfangen. So. Jetzt bin ich gerade wieder mal gänzlich verwirrt. Verwirrt. So. Hier käme dann so eine Treppe hin. Ich traue mich schon gar nicht mehr draufdrücken da, ne? Ihr merkt's. Und hier käme das eben wieder runter bis zwei zum Boden wegen dem Sockel. Tudum, tum. Mal alles einsammeln hier, was wir an Diorit gerade runtergeworfen haben. Lass mich das mal anschauen. Gehört fast noch ein Block höher, ne? Ja, ein Block müssen wir höher.
Sorry dafür, Leute, ne? Mach jetzt hier kurz mal diesen Hiesen, dass wir hier ein bisschen mehr Baustelle oder mehr Bauplatz haben. Ein Block gehen wir noch höher. Das heißt, das weg. Da kommt wieder einer hin. Der weg. So. Okay. Schauen wir mal von der Ferne. Ja, so ist besser. Doch, so ist besser. Gut, dann gehen wir hier wieder. Mit dem Sockel haben wir jetzt hier 4 Blöcke. So, 3, 4. Keine Ahnung, wieso nur 4. Dann kommt der nochmal genau so hin. 1, 2, 3, 4, 5 sind da aber dazwischen. Oh Gott, das wird schon wieder... Das wird schon wieder schwierig, Leute. Das wird schon wieder schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist, aber es ist so. Ich verstehe nämlich gerade nicht, warum wir hier nur 4 Blöcke haben. Ach. Du grüne Neune. Weil das oben 7 ist, habe ich mich... Warte mal, ich muss jetzt kurz meinen Tee schlürfen. Ah. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5 frei, aber das gehört alles eins nach rechts. Schande über mein Haupt. Wir brauchen hier den Abstand von 5 dazwischen natürlich. Oh, hier haben wir gleich Diorit. Schaut ihr an. So, haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann sollte sich das nämlich genau ausgehen. So, und hier jetzt haben wir das nämlich eh schon wieder da falsch gemacht, ne? Typisch Marito Casito, der Falschmacher. Zack, zack, zack. So. Oder? Ja, sicher. Zack, 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 zack. Dann gehen wir da ein bisschen rüber. Vielleicht sollte ich mir irgendwie Erde oder was hier zum Bauen nehmen. Hm? Wäre wahrscheinlich keine blöde Idee. Nehm den raus. Geben da die Treppe hin. Nehm den raus, nehm den raus, nehm den raus. Und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst schon. Geben da die Treppe hin. Hier kommt die Halbstufe. Da kommt wieder eine Treppe. Der kommt weg. Stattdessen machen wir da zack, zack. Nee. So, zack, zack. Ja, so ist es. So gehört's. Marito hat's geschnallt. Einigermaßen, denke ich. Eventuell. Okay. Ich werde die Folge heute ein bisschen länger machen, Leute, weil ich möchte zumindest hier mit einer Seite hier mit der Verkleidung da jetzt fertig werden. Es wird ja schon wieder Nacht, ne? So, 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 so. Entschuldigung, ich habe genossen. Passt. Dann kommt hier wieder der ganze Stein rein.
hier kommt dann. Wir holen uns eben mal unser Bett rüber hier. Okay. Können nur nachts schlafen, eh klar. Wie auch immer. Meine Meinung zu dem, du kannst nur nachts schlafen, kennen ja jetzt mittlerweile schon alle. Lass mich den da draufsetzen. Lass mich den draufsetzen, verdammte Axt. Nee, okay. So. Das heißt, hier kommt wieder die erste Treppe. Zweite Treppe, Slap. So, so. So. Eben mal kurz pennen gehen. Und dann. Jetzt mache ich den gleich drauf, damit ich nicht wieder zum Zicken anfangen muss. Gehen wir hier hoch. So, und haben dann hier, da, warte mal, da haben wir die Slab, ne? Das heißt, der gehört hier so hin. Der so. Und der so. Passt. Nächster Bogen fertig. Jetzt machen wir aber gleich erstens mal den hier. Zweitens gehen wir jetzt gleich hier mal den Steinziegel raus. Wenn wir schon hier oben werken, dann können wir eigentlich den gleich mitnehmen, ne? So. Bis hierhin sowieso. Ist ja alles gar nicht so einfach, wie ihr das. Wie das für euch ausschaut. Ich muss da so viel denken und mich konzentrieren. Das ist ganz, ganz, ganz wild, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5 bleiben dazwischen. Das heißt, hier. Nee, warte mal. Hier kommt jetzt wieder ein tieferer Torbogen hin. Genau. Es sind insgesamt. Torbogen. Warum sage ich eigentlich immer Torbogen? Es sind insgesamt 4 Bögen. Brückenbögen, Pfeiler. Pfeilerbögen, wie auch immer man das nennen soll, ne? Und davon sind die mittleren höher als der linke und der rechte. Deswegen können wir da jetzt eigentlich mal, wie weit können wir da jetzt zack, bis zu dieser Reihe oben auffüllen? Da. Und natürlich dabei runterstürzen, weil es so schön ist. Weil es so schön ist, so toll ist, so schlank und rank. Simma Miss Wakiki. Entschuldigung. Entschuldigung. Mea culpa. So. Ich hoffe, Leute, ich hoffe wirklich, dass ich nie auf die Idee komme, hier die einen anderen Stein nehmen zu wollen. Passt. Das können wir wieder wegnehmen. Das braucht man dann in dem Fall jetzt nicht mehr. Den Rest sollte man von hier unten machen können. So, unser steinernes Gerüst. Boah, wir müssen hier noch so viel für den Teich ausheben am Boden. Oh, kack, die wandern. Kack, die wandern. So. Dasselbe machen wir hier. Und dann lass mich kurz einen Blick wagen. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3, frei. Okay. Ihr seid noch ganz meiner Meinung.
So, der gehört dann dahin. Gehört hier noch eine Treppe rein und hier eine Treppe und dann gehört der hier rein und die gehören dann noch hier natürlich zugemacht. So. Und dasselbe natürlich auch hier. Okay. Hier liegt noch Bruchstein rum, den sammeln wir eben auch schnell mal ein. Machen wir dabei zu, damit wir besser gehen können. Und dann schauen wir uns unser Ergebnis aus der heutigen Folge an. Und Leute, es schaut doch relativ gut aus. Oder? Hier den Steinsiegel müssen wir noch weggeben, aber sonst grundsätzlich schaut es super aus. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Würde mich ungemein unterstützen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Euer Marito.